Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Taktikvideo. Ich habe euch heute zwei Runden mitgebracht, die sich nochmal mit dem Thema Flankenbewegung beschäftigen sollen. Da möchte ich euch nochmal ein bisschen was zu zeigen. Die eine Runde, diese hier im CV 90-105 und die andere dann im Leopard 2A6. Beides mal mit den Schweden gespielt. Der ein oder andere wird mich für dieses Video wieder hassen und auch wieder blamen, weil auf den meisten Karten in War Thunder steht man halt, wenn man eine Flankenbewegung macht, relativ schnell in Höhe des gegnerischen Spawns, zwar noch mit genug Abstand, aber man hat doch dann deutlich wieder die Möglichkeit, da reinzuschießen bzw. direkt in den Spawn-Ausgang zu schießen. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Für das Map-Design im Spiel kann ich nichts. Und wir versuchen, sollten natürlich auch immer versuchen, hier das Bestmögliche aus einer Runde entsprechend rauszuholen. Das heißt natürlich nicht, dass man direkt gleich zum Spawn rommelt und da alles wegschießt. Aber wenn es halt eben aus der taktischen Gegebenheit heraus eine Position halt eben ergibt, dann ist das halt eben einfach so. Müssen wir mit leben. Wir hoffen alle, dass das Map-Design irgendwann nochmal besser wird. Und da wir, ich sage jetzt mal, in, würde ich mal sagen, in 90% der Fälle eher eine Karte haben wie hier von der Größe, wie Seversk oder gleich auch auf Mos Dok in der zweiten Runde, die ich euch zeige, ja, müssen wir ja irgendwie gucken, dass wir entsprechend das Beste aus dem Spiel dann rausholen. So, und übrigens heißt natürlich auch auf einer Flanke stehen nicht auch gleich, dass man immer die entsprechende Kontrolle auch behält, denn wenn der Gegner entsprechend reagiert, dann ja, ist man auch ganz schnell raus. Ihr seht es, ich bewege mich hier gerade die Einserlinie hoch. Wir haben auf der Version von Seversk den Spielmodus Schlacht, sprich also beide Teams haben einen festen Cap-Punkt, den es gilt einzunehmen. Und ihr seht hier auch, diese Cap-Punkte sind in der Version relativ nah an den Spawns dran. Also hier brauchen wir auch über das jeweilige Map-Design hier nicht zu sprechen. Jetzt habe ich es hier geschafft, mich über die Einserlinie durchzuwursteln. Und habe jetzt hier an der Stelle nicht gesehen, dass der 2S38 hier doch weiter vorne stehen geblieben ist. Da vorne noch der WMA. Den nehmen wir jetzt noch mit. Schnell nochmal spotten. Und jetzt ist er raus. Wir haben ja auch noch für einen anderen Panzer, den wir, glaube ich, mit der Artillerie getroffen haben, fast im gleichen Atemzug noch eine Abschusshilfe bekommen. Also gleich hier zwei Abschusshilfen gleichzeitig. So, und jetzt ist genau das, was ich euch halt eben entsprechend damit zeigen bzw. sagen möchte. Wenn ihr auf der Flanke seid, habt ihr eine gute Möglichkeit, euer Team mit zu unterstützen. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Ja, das heißt nicht, dass ihr eine Flankenbewegung macht und die Runde dann gleich gewonnen ist. Nein, also euer Team muss dann natürlich auch entsprechend mitspielen. Und euer Team darf sich natürlich auch nicht schnell aufrauchen lassen. Das passiert in diesen Runden oder in vielen Runden ja auch extrem häufig, extrem schnell. Also teilweise sind die Teams ja so schnell rausgeschossen, da ist die Runde noch nicht mal 3 oder 4 Minuten alt. Und dann ist das Ding eigentlich quasi fast schon gelaufen. Ja, also nur weil man eine Flankenbewegung macht, heißt das nicht gleich auch, dass die Runde an sich schon gewonnen ist. Aber wenn ihr natürlich wisst, was ihr tut, und das solltet ihr in jedem Fall, dann habt ihr natürlich eine gute Möglichkeit, den Gegner richtig unter Druck zu setzen und dem Gegner richtig Stress zu machen. Das habe ich jetzt hier in der Runde und auch in der nächsten Runde, die wir gleich sehen werden, versucht. Und es gibt halt den ein oder anderen Punkt. Wenn ihr so einen Punkt auf der Karte erreicht habt, dann ist es für einen Gegner sehr, 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 sehr schwer, euch da entsprechend rauszuholen. Es gehört natürlich auch noch Folgendes dazu, ne? Ihr wisst es, CAS ist gerade so in den Bereichen 5, 7, 6, 7 zum Beispiel extrem nervig. Oder auch im High-Tier, wie jetzt so hier so in dem Bereich von 10, 0, wo wir uns gerade bewegen, da ist der CAS auch extrem nervig. Das heißt, auch hier muss euch entsprechend ein bisschen auch ja, der Gegner entgegenkommen, sage ich jetzt mal, und darf euch halt eben bei eurer Aktion
entsprechend nicht behindern. Aber das gehört halt eben einfach dazu. Und das soll auch nicht heißen, dass ihr deswegen versucht, nicht euren Stiefel durchzuziehen. Den solltet ihr sowieso in jedem Fall versuchen durchzuziehen, egal wie viel CAS in der Luft ist, irgendwann ab einem gewissen Punkt auf der Karte. Ja? Also, wir stehen hier nun also, unser Team hat sich, ihr seht das hier schon so in der Mitte und auf rechts, auf der rechten Seite ab der Dreierlinie gut verteilt. Ihr seht hier aber auch schon, dass da teilweise auch wieder reingerommelt wird. So quasi eher gedankenlos. Also wir haben jetzt hier in kürzester Zeit die drei, die hier vorne standen, verloren. Und wir stehen hier ja, am weitesten wieder mal vorne. Und ich versuche hier entsprechend weiter über die Flanke die Gegner zu blocken. Und auch da, wenn ihr auf der anderen Seite steht, ja, das ist nämlich auch was ich euch hiermit gerne zeigen möchte. Wenn ihr auf der anderen Seite seid und ihr habt einen Gegner in der Flanke, versucht den, ich weiß gerade gar nicht, was mich da beschießt. Sehen wir den? Ach, der Stormer war das. Okay, ich habe mich nämlich in der Runde gefragt, wer beschießt mich da eigentlich, aber der Stormer ist es gewesen. Jetzt reparieren wir hier schnell. Also wenn ihr in so einer Runde, wie es ja so schön heißt, auf Englisch outflanked werdet, sprich also ihr habt Gegner in eurer Flanke, dann versucht da die Gegner entsprechend rauszuholen. Ja? Denn wenn da einer steht, es reicht einer, der weiß, was er tut, es reicht einer, der das Gelände für sich ausnutzt, der guckt, dass er halt entsprechend Hulldown steht, wie ich das jetzt hier die ganze Zeit versuche, ja, und der sich versucht, an eine Position zu stellen, an der er nicht sofort entdeckt wird. So, der KV-2 hat geschossen, er hat zu kurz geschossen. Ich weiß auch nicht, warum man hier, weiß ich nicht, ob man da jetzt einen KV-2 unbedingt mitnehmen muss. Ist auch egal, er hat ihn auf jeden Fall mitgenommen, aber hat ihm an der Stelle hier nichts gebracht. Ihr seht jetzt hier auch, wir haben jetzt hier nach wie vor weiterhin auch die Möglichkeit, den Gegner weiter unter Druck zu setzen, weil alles, was wir hier auf von uns aus gesehen der rechten Flanke hatten, ist jetzt eigentlich schon so gut wie rausgeschossen. Und es ist jetzt hier irgendwo noch ein feindlicher Jet in der Luft, deswegen habe ich gerade nach oben geguckt. Muss man halt eben einfach mal immer auch mal den Überblick behalten, auch immer mal hören. Wir sind schon bei 6 Abschüssen. Da hinten steht was. Das war eine Strela. Da habe ich einfach nur mal auf gut Glück reingeschossen, weil ich von hier aus nicht gesehen habe, ob dieses Wrack schon brennt oder nicht. Aber hat gepasst. Wir sind bei 2449 Punkten. Reicht für einen Nuke leider nicht ganz. 7 Abschüsse. 5 Abschusshilfen haben wir gemacht. Da sind sowohl gespottete als auch beschossene Ziele mit dabei. Und ihr seht das hier, ich versuche immer so gut es geht in Bewegung zu bleiben und auch mal meine Position zu wechseln, obwohl ich natürlich immer im selben Bereich stehe. Ja, hier unser Teammate da hinten, der macht es ungefähr gleich, nur dass er halt eben, und das ist eben eher eigentlich eine Position, die nicht so geeignet ist, er steht halt direkt hier davor und das hier müsste eigentlich auch schon ein Bereich sein, in dem ihm die Gegner sehen können. So, aber ihr seht jetzt hier, wir haben es jetzt hier schon gut geschafft, die Gegner ordentlich unter Druck zu setzen und es hat nicht einer versucht, uns hier rauszunehmen. Gut, der BMP, der hier steht, der BMP-2, der hat vorhin nicht auf uns gezielt, der hat wahrscheinlich auch gar nicht gecheckt, dass wir hier stehen. So, da oben ist die A10, die ich vorhin angesprochen hatte. Die ist dann hier an der Stelle jetzt auch raus. Da kommt noch ein KPZ-MBT. Muss mal gerade gucken. Ja, es ist ein MBT-70. Hier hat unsere APFSDS leider gar keinen Schaden gemacht. Ich hätte hier an der Stelle vielleicht auf einen Heat umladen sollen. Aber bei 5 Sekunden Reload passt das schon. So, der kriegt jetzt nochmal Artillerie aufs Dach. Wird im Replay immer hier mit diesen weißen Pfeilen angezeigt. Währenddessen hier unser Teammate fährt direkt auf ihn zu. So, raus ist er. Abschusshilfe Nummer 6. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwie noch was mitnehmen können.
Die Runde ist aber, wie ihr sehen könnt, hier in 30 Sekunden auch vorbei. Und da passiert auch nichts mehr, deswegen halte ich das Replay an der Stelle an und wir gehen gleich mal in die nächste Runde und abschließend sage ich dann noch was dazu. So, ich hatte es eingangs schon gesagt, die zweite Runde hier auf Mostock mit dem finnischen Leopard 2A6 und bei dieser Version von Mostock, die Schlachtversion von dieser Seite hier, ist die Bewegung, die ich hier jetzt mache, meiner Meinung nach die einzig richtige, um den Gegner hier richtig unter Druck zu setzen. Heißt also, ihr fahrt ein Stück die Einserlinie runter und fahrt dann hier hinter dieser Anhöhe direkt lang und einmal hier runter. Das ist auf dieser Version der Karte die einzige richtige Bewegung, die ihr machen könnt. Voraussetzung ist hier natürlich, dass ihr einen Panzer habt, der entsprechend die Geschwindigkeit hat. Wenn diese Karte hier auf Battle Rating 6-7 zum Beispiel kommt, ja, und ihr sitzt in einem Tiger 2 oder ein Panther reicht eigentlich auch schon, 5-7 oder wie auch immer, dann habt ihr arge Probleme, rechtzeitig hier hinter diese Anhöhe zu kommen, sodass euch der Gegner nicht mehr sieht und ihr euch in Ruhe weiter Richtung Gegner bewegen könnt. Das ist sehr von dem Fahrzeug abhängig, das ihr fahrt. Und ihr habt auch hier die Möglichkeit, also auf dieser Seite, wenn ihr hier oben gestartet seid, so wie wir jetzt, ist es einfacher, diese Position hier zu erreichen. Es gibt aber auf der Gegenseite, wenn ihr hier spawnt, auch einen Weg, der hier oben lang geht. Dann könnt ihr euch nämlich hier oben reinstellen. Ja, das geht auch. Aber auch da braucht ihr einen entsprechenden Panzer, der schnell genug ist. Es gibt diese beiden Positionen hier, hier unten und hier oben, die sind von ihrer Wertigkeit her ungefähr gleich. Wobei ich sagen muss, diese Position hier, die wir jetzt fahren, ist einfacher und schneller zu erreichen und ist meiner Meinung nach auch, ja, obwohl ich gerade gesagt habe, dass sie eigentlich von ihrer Wertung her gleich sind, ist sie doch ein bisschen besser. Also da muss ich meine Aussage von eben gerade noch ein bisschen revidieren. Diese Position hier ist ein deutlicher Vorteil. Und wenn ihr an der Stelle hier die Position erreicht habt und hier beim Gegner in der Flanke drin steht, dann habt ihr auch einmal diese Position inne und könnt hier eigentlich machen, was ihr wollt. Wenn ihr natürlich nicht vom gegnerischen CAS zerpflügt werdet. So, wir haben jetzt hier den T-80 BVM rausgenommen und den Leclerc. Der Leclerc hat noch gecheckt, dass der T-80 BVM von der Seite rausgeschossen wurde, deswegen ist er rückwärts gefahren und hat genebelt. War vielleicht ein bisschen doof von ihm, er hätte vielleicht erst nebeln und dann rückwärts fahren sollen. Aber gut, das ist jetzt hier an seiner Stelle hier der Fehler gewesen. Wir haben jetzt also zwei Abschüsse gemacht und was können wir hier jetzt machen? Unabhängig davon, dass hier unten, ja, da ist der Spawnbereich, aber anyway, was soll ich machen? Die Karte ist nun mal so, auf mich nimmt dabei auch keine Rücksicht. Wir können jetzt hier tatsächlich sehr, sehr gut diesen Bereich hier beschießen. Hier unten, wo der Gegner jetzt drin steht, geht es tatsächlich nicht so gut, weil da unten eine Senke ist unterhalb von A und da können die Gegner noch relativ gut drinstehen. Aber alles, was jetzt zum Beispiel hier oben rausfährt oder langfährt, das können wir von hier aus beschießen. Wir können ihn hier beschießen. Zack, einmal direkt in die Seite rein. Und das ist eben das, was ich halt meine. Ja, wenn ihr vernünftig in der Flanke steht und ihr auch halbwegs wisst, was ihr tut, ja, und dieses, ich sag jetzt mal, Fire and Maneuver macht, also schießen und bewegen, dann kommt ihr damit schon sehr, sehr gut klar und habt natürlich auch die Möglichkeit, den Gegner unwahrscheinlich unter Druck zu setzen. So. Hier ist jetzt wieder einer gespawnt, der will direkt mal hier hinten rumfahren. Macht er richtig, weil er sich denkt, hier, ich fahre jetzt mal außen lang, aber irgendwie hat er nicht mitgeschnitten, dass ich hier schon stehe. Jetzt hat er sich natürlich einen Schuss gefangen, fährt weiter, weil er brennt, beschießt mich, hat daneben geschossen. So, und jetzt habe ich ihm quasi alles Lebenswichtige gezogen. Ich lade nach, schieße nochmal drauf. Er hat nur meine Visiereinrichtung getroffen, zum Glück. Macht uns aber nichts. Wir können trotzdem weitermachen. Die Panzer nehmen wir auch noch mit. Abschuss Nummer 5. Das Ass schon mal voll gemacht.
Und das sind halt eben einfach so Sachen, die gehören auch zum Spiel dazu. Wenn euch da einer irgendwie erzählen will, ja, das ist doch scheiße. Ja, aber auch gleichzeitig nein. Es ist entsprechend des Spiels so, das Map-Design ist da, beziehungsweise auch eben nicht da. Wir wissen alle, dass die Karten jetzt nicht wirklich sehr, sehr gut designt sind. Und wenn ihr für euch das Maximum aus einer Runde rausholen möchtet, dann solltet ihr halt eben alles nutzen, was euch zur Verfügung steht. Und ich rede hier jetzt nicht mal von CAS, weil ich bin für CAS zu dumm, ihr wisst es, ja. Wer meine Streams ab und zu schaut, der sieht auch, dass ich in CAS ein absoluter Noob bin. Deswegen versuche ich natürlich in den Panzern, so gut es geht, alles entsprechend rauszuholen. Und ich habe jetzt genau diese beiden Karten halt eben gewählt, diese beiden Runden gewählt, um euch eben auch zu zeigen, an Idealbeispielen zu zeigen, dass Flankenbewegungen für euer Team gut sind und natürlich auch für euch. Ihr seht das hier, unser Team hängt hier oben fest. Ich weiß nicht, ob da drüben auf der anderen Seite einer steht. Ich meine ja, ich glaube, da stand ein T72 B3. Man kennt's. Und deswegen sind die hier oben sehr beschäftigt. Das heißt natürlich auch, ihr könnt eurem Team einen absoluten Bärendienst erweisen, wenn ihr in der Flanke des Gegners steht und den Gegner da entsprechend oder die Gegner da entsprechend bindet. Achtet mal da hinten, ist der markiert, kann man den sehen? Ja, achtet mal auf den T72B. Der steht jetzt, ich weiß nicht, mindestens, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nicht drauf, müssen wir mal auf die Uhr achten, bestimmt 3 Minuten da hinten und zielt die ganze Zeit hier hoch. Was machen wir hier also? Wir binden Gegner, weil sie halt eben nicht wissen, was sie machen sollen. Er steht jetzt hier und wartet darauf, dass ich einen Fehler mache. Umgekehrt warte ich natürlich auch darauf, dass er einen Fehler macht. Aber er steht jetzt hier mehrere Minuten, zielt hier hoch und wartet natürlich, dass er mir eine drücken kann. Problem für ihn hier an der Sache ist, er müsste einen Ticken Berg hochschießen und ich könnte einfach Berg runterschießen, weil ich ja hier in einer teilgedeckten Stellung stehe und sogar noch an der Hinterhangstellung. Das heißt, ich habe hier die deutlich bessere Position und er steht jetzt einfach hier und kann für sein Team nichts machen. Er steht zwar in Deckung, ja, in teilgedeckter Stellung für sich auch, aber er kann schlicht und ergreifend nichts tun. So, Raibun hat wieder verschossen, man kennt's. Und auch er checkt nicht, wo der Schuss herkommt. Und jetzt kriegt er nochmal eine von hinten reingedrückt. Damit Abschuss Nummer 7, 1913 Punkte. Jetzt kommt da hinten noch einer. Kriegen wir den vielleicht auch noch? Na, mal gucken. Jawohl. Ja, sehr gut. Abschuss Nummer 8. Und er steht da hinten mit seinem T72B immer noch. Und nochmal. Das ist ein Idealbeispiel. Wir haben hier kein gegnerisches CAS. Warum auch immer. Das kommt ungefähr mal alle Jubeljahre vor, dass das nicht passiert. Aber trotzdem ist es ein Beispiel, wie ihr das machen könntet. Ja? Also keine Angst vorm CAS haben. So, ich versuche es jetzt hier mal gerade. Hab's auch geschafft. Sein Kommandant ist raus, sein Geschützverschluss ist raus. Und jetzt ist er erstmal auf jeden Fall hinüber. So, unser Team an der Stelle hier deutlich schon nach vorne gerückt. Wir haben hier eigentlich alles aufgehalten zusammen mit unserem Team, was vorgefahren ist. Wir haben hier die zwei Panzer von der Seite noch rausgenommen, die zwei Gegner. Er steht da hinten immer noch und repariert. Und jetzt schauen wir mal, jetzt ist er raus. Da hinten ist er explodiert, deswegen haben wir hier die entsprechende Abschusshilfe dafür bekommen. So, und jetzt sind zwei von unseren Teammates im Cap.
Die Runde ist aber auch noch lange nicht vorbei. Also sie geht zwar jetzt noch 2,5 Minuten, aber da passiert noch ein bisschen was. Ist hier noch ein Jet drin? Es müsste eine SU-25 sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Sollen wir mal den Blick rüberwerfen? Heli gehört uns. Da kommt die SU-25 nochmal. Er hat natürlich nach A reingefeuert, hat aber keinen der beiden rausgeschossen. Beschießen wir ihn mal. Vielleicht treffen wir mit Glück, aber nein. So, der Heli beschießt sie. Er sieht mich jetzt hier noch im letzten Moment und jetzt wird es ein bisschen lustig. Er versucht es mit seiner Bordkanone, schafft den Hügel hier nicht mehr. Und da wir ihn vorher beschossen haben, haben wir jetzt noch den Abschuss für die SU-25 bekommen. Wir müssen jetzt hier reparieren, Motor und Kette. Aber ihr seht hier schon, wie wir an der Stelle den Gegner, entschuldigt, unter Druck gesetzt haben und wie wir dem Gegner wirklich zugesetzt haben. Und da muss man dann natürlich auch hier gucken, wenn ihr so jemanden in eurer Flanke, wie wir das jetzt hier gemacht haben, stehen habt und ihr habt mehrere Spawn-Bereiche, dann spawnt doch nicht in dem Bereich, der gerade, wo ein Gegner in der Flanke steht, wo ihr momentan keine Chance habt, ihn rauszuschießen. Das auch nochmal als Tipp für die Gegenseite. Ja, also versucht auch immer ein bisschen so, ich sag jetzt mal, mitzudenken, dass ihr für euch auch noch mit das Beste rausholen könnt und dass ihr euch irgendwie an die Situation anpassen könnt. Denn sonst, ja, wird es natürlich schwer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was abkriegen. Die Runde ist gleich vorbei, aber ich denke, so ein bisschen was kriegen wir noch. Jawohl, so sieht's aus. Am Ende kommt noch ein bisschen was. Und hier an der Stelle halte ich das Replay jetzt mal an, weil es passiert nichts mehr. Am Ende stehen 2516, ein paar Punkte mehr, weil wir mitgekappt haben noch auf der Uhr. Ein abgeschossenes Flugzeug, 8 abgeschossene Gegnerpanzer und eine Abschusshilfe haben wir bekommen. So, ich habe ja entsprechend schon genug zu den Situationen gesagt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schaut es euch vielleicht gerne nochmal an, um auch nochmal das ganze Revue passieren zu lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Alle eure Gedanken auch zu Flankenbewegungen oder wie ihr das auch macht, auch auf anderen Karten, gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.